Ja, herzlich willkommen zu meinem kleinen Vorbericht von der Abenteuer Allrad. Da gehen wir jetzt mal spazieren und dann zeige ich euch mal, wie das hier so aussieht am Aufbautag. Ja, gleich zu Anfang haben wir hier die Aufbaukabinen von der Firma Tischer. Wenn ich ganz ehrlich bin, so eine Aufbaukabine könnte mich auch noch mal reizen. Aber mich kann man gar nicht zufriedenstellen. Rein und so weiter können wir nicht, aber wir können auf jeden Fall so ein bisschen zeigen, wie das hier so ausschauen tut. Ja, hier haben wir die Beduinentents, Dachzelte in Rot. Sehen ganz schön aus, ne? Mit so einem Mini nach Afrika. Warum nicht? Weltreisemobile.com. Da wird noch kräftig geklebt und noch kräftig die letzten Handgriffe ja, durchgeführt. Ziegelhaut Allrad. Ja, machen so Allradfahrzeuge, VW-Basis, Mercedes-Basis. Und man muss sagen, so ein weißes Auto kann man irgendwie auch gut bekleben, ne? Seid mal ehrlich. Sieht nicht schlecht aus. Also auch ein fettes Fahrzeug, ne? Also auch eine schöne Farbe. Könnte mir schon gefallen. Expedition. Auch wieder mit Dachzelt hier. Ah, ist so eine Kombi-Geschichte mit Stoff und Hardtop. Gar nicht so übel. Ah ja, und Batterien gibt es natürlich immer. Servus. Hallo zusammen. Moin. Ach, so eine 4x4-Messe ist schon was anderes. Schon geil. Genesis Import. Auch Aufbaukabinen oder Aufsetzkabinen, sagt man, glaube ich. Dachträger. Offroad Pickups and Equipment. Ja, guck mal hier, das sind die richtigen Autos für Aufsetzkabinen, finde ich zumindest. Geile Schnauze. Fette Räder. Ja, da geht schon was. Ja, und für die Edel-Offroader, ne, gibt es natürlich auch einen Mercedes. Klassiker. Sehr schick. Naja, wer es braucht, ne? Ja, nichts zu schlafen, aber ist auch nicht schlecht. Ja, damit kommt man auf jeden Fall zügig irgendwo hin. Fetter Dachgepäckträger, geile Reifen. Ja. Und da drin würde ich auch mal gerne nach Tarifa fahren. Ja, kann man nicht sehen, spiegelt zu sehr. Aber not so bad. Und die alte Ausführung gleich daneben. Ja, ist natürlich Geschmackssache, was man lieber mag, ne? Martini. Mit Martini habe ich mich mal betrunken. Ich glaube, das erste Mal, dass ich so richtig betrunken war, war mit Martini. Und seitdem trinke ich den gar nicht mehr. Ja, Kempwerk ist fleißig am Arbeiten mit ihrem Stand. Kriegt halt morgen bis morgen fertig? Ach, so kennen wir euch. Ja, immer mit ihrem klassischen VW-Bus. Und hier mal ein Range Rover in hellblau. Das sieht man auch selten. Aber gar nicht schlecht. Ja, das ist ja ganz sportlich. Da ist noch keiner. Die sind noch auf der Autobahn. Baut gerade Bimobil auf. Das ist ja meine absolute Traummarke. Aber
Da hätte ich einen anderen Beruf wählen müssen, um mir sowas zu leisten. Irgendwas mit Geld hätte ich machen müssen. Im großen Stil. Die sind, glaube ich, 3 Jahre ausverkauft auch. Also, fette Innenausbauten. Horn Tools. Hallo? So wie ihr arbeitet, möchte ich mal Urlaub machen. Okay, aber wir haben erst 10, da wisst ihr, ne? Spaß, Spaß. Viel Spaß noch und viel Erfolg, ne? Ja. Ciao. So. Ja, guck mal, hier gibt es auch Wohnwagen als Offroad Edition. Wohnmobil United. Na gut, fette Reifen haben sie drauf, aber wahrscheinlich werden sie ein anderes Fahrwerk und so weiter drauf machen. Geht alles. Für jeden was dabei. Ja, und dann hier auf Hymo-Basis der Venture S. Perfekt. Guck mal hier mit dem Rundfenster. Ja, schon ein geiles Heck, ne? Raptor-Lack. Sehr gut. Hier ist der Stand von Wattstunde. Zumindest war das immer so. Mal gucken, ob die noch kommen. Selbstbohrkabinen. Ja. Kleinen Active-Stand. Ach, da sind sie ja. Da sind sie. Habe ich mich vertan. Sind noch einen Stand weiter. Wir haben sie entdeckt. Ja, hör mal, werdet ihr denn überhaupt fertig? Sonntagabend. Aber wenn du so viel Pause machst, wird das nichts. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg, ne? Ja, und hier ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Guckt euch an das Riesenfahrzeug. Müsst ihr 7 Stufen rein. Und dann seid ihr erst in eurem Wohnmobil. Wobei das natürlich ein Expeditionsfahrzeug ist. Ich glaube, Wohnmobil wäre beleidigend. Mal hier ein Fahrzeug, ganz in Schieferplatten. Also, ja, nicht schlecht. Ganz geile Fenster, finde ich. Keine Ahnung, ob der Fernseher immer hinten dran bleibt. Aber not so bad. Sportcaravan.de kenne ich auch noch nicht. Aber schönen Anhänger. Macht einen schönen Eindruck. Ja, so ein bisschen so ein Retro-Logo, ne? Also nicht schlecht. Ja, in manchen Gegenden braucht man einfach 2 Ersatzreifen, ne? Der ist hier so hoch, so ein Reifen, wie so ein Land Rover, zumindest gefühlt. Und den kriegt man ja nur mit Seilwände oben ab, seht ihr? Ja, und so sieht das schöne Stück aus. Wäre mir persönlich zu groß, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ist mit Sicherheit ein geiles Fahrzeug. Kfz-Sewert.de. Auch wieder mit einer Aufsatzkabine, sehr schön. So der erste Eindruck, besser gesagt. Darf ich mal reinfilmen? Moment, dann mache ich das Bett. Ich filme mal rein hier. Also, ich weiß nicht, ob es auf den Filmaufnahmen so gut rüberkommt, aber es ist schon sehr, sehr schön verarbeitet hier. Finde ich ganz klasse. Guck mal hier. Ein schönes Fugenbild, ne? Alles gleichmäßig. Tolle Materialien, Stehhöhe. Ja, und der Preis ist auch nicht schlecht. Also knapp 60. Wobei, man kann auch eine Leerkabine kaufen und die selber ausbauen. Richtig. Ah. So, hier der Stand von der Firma Goldschmidt. Kennt ihr ja auch alle. Teaser 4x4. Mit ihren geilen Fords.
Ja, und dann sind wir hier durch, soweit es bis jetzt schon aufgebaut ist. Superwinch. Das ist hier mein Name wohl Programm. Was ich immer überlege, mir auch mal so eine Winch dran zu machen an meinen Ducato, aber da finde ich nichts, gar nichts. Wenn einer von euch was weiß, bitte unterhalb des Videos in die Kommentare schreiben. Ich habe noch nichts gefunden. Also so eine Winch finde ich schon super. Ja, auf so ein Dachzelt kann man sich auch draufstellen, ne? Ist doch klasse. Traut man so einem Dinger gar nicht zu. Ja, guck mal, wer da ist. Erkennt er den? Die Leute von meinem Kanal, die müssten den eigentlich kennen. Mein Lieblingschaussonhändler macht aber auch diese Carper Camper Aufsatzkabinen. Genau. Und das ist der liebe Fatih. Hallo. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Perfekt. Und dir? Gut, gut. Ich bin schon am Arbeiten. Ich bin schon am Arbeiten. Hammer, kennst mich doch. Hey. Hi, grüß dich. Hi, servus. Hi. Benni, was macht der Benni? Ach, auch ein Challenger-Händler. Ja, mittlerweile sind aber du kannst das wahrscheinlich, weil... Ja, mittlerweile ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, dann haben wir hier Matzka, auch sehr bekannt mit ihren Fahrzeug- bzw. den Ausbauten. Busch Mechanic mit ihren Alu-Caps und anderen Spielereien. Pepe GmbH. Ich meine, da hätte ich auch schon mal ein Video gemacht auf der einer anderen Allradmesse. Also Kinder, ich kann euch sagen, das ist hier ein echt toller Männerspielplatz. Toms World Cruiser 4. 6x6. Alles Toyota-Fahrzeuge, auch not so bad. Also Toyota ist ja auch der ganzen Welt irgendwie. Nur in Deutschland sind die nicht so weit verbreitet. Ich hatte mich vor einiger Zeit mal so ein bisschen informiert. Kriegt man sehr, sehr schwer, diese Land Cruiser. Gibt zwar einen Importeur, aber ist nicht so von der Stange eben mal gekauft. Also da muss man schon zum Spezialisten. Aber in der übrigen Welt kriegt man den ja praktisch an jeder Ecke. Haben wir mal kurz reingefilmt. Habt ihr mal so einen ersten Eindruck. Sehr schön. Oryx Solution.